Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Days Gone und zwar Part 5. Ich hoffe, bis hierhin hat euch das Spiel gefallen und ihr schaut fleißig weiter mit zu. So, ich kann das Ding noch nicht herstellen und zwar fehlt mir da was. Eine Schachtel mit Nägeln brauche ich noch. Gut. Achso, jetzt haben wir hier auch einen Waffenschrank. Ist ganz gut, dass wir hier überall natürlich unsere Sachen gut verstauen können. Und, oder auch zwischenlagern. Ich will jetzt mal eben schauen. Oh. Okay. Karte. Coins haben wir jetzt, also in Spielwährung. So, und jetzt haben wir hier. Ach, genau, das sind jetzt die neuen Herstellungen, die wir halt herstellen können. Hier sieht man auch, was man dafür benötigt. Gut. Story. Charaktere, um genau zu sein, Leon. Grobe Zeichnung einer Engelsstatue. Die Zeichnung, die Leon bei der Brücke. Tut mir leid, ich kann das zweite nicht aussprechen. Brücke abgenommen wurde. Okay. Oh, 1%. Läuft doch ganz gut. Also, das waren jetzt nur die Trophäen. Fortschritte, Archiv. Archiv aktiv. So gut. Dann werde ich hier auch vorsichtshalber zwischenspeichern. Und dann gehen wir jetzt erstmal raus aus dem Bunker und sehen dann mal weiter. Zack, 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 zack. Wie viel Benzin hat er noch? Ach, 100% Reparatur, oder? Ne, 100% Reparatur. Der schluckt aber ganz schön, ne? Also. Sind das eventuell die Nägel, die wir noch gebrauchen können? Gutes Timing. Und jetzt stellen wir uns was her. Und zwar, wo war er? Wo war er?
Nettes Teil auf jeden Fall, lässt sich sehen. Habe ich doch noch was da vergessen, oder was? Hey Dick, alles klar? Du klingst nicht wie du selbst. Es ist nichts. Dieser Drifter hat nur schneller gezogen als ich und zum Glück hatte sie ja keine Munition mehr. Du hast sie gehen lassen, stimmt's? Okay. Fuck. Ja, ich ließ sie gehen. Eines Tages, Dick, wird dein Ehrenkodex dich umbringen. Ich wollte gerade. Ja, naja. Am Ende sterben wir alle. Spielt's eine Rolle wie? Dicken Ende. Oh, scheiße, war das anstrengend. Okay. Mal sehen, was Busa gehört haben will. Du hattest recht. Auf dem Berg ist jemand. Ich sehe Rauch von einem Lagerfeuer. Scheiße, ich wusste es doch. Wo sind sie? Ich werde hinfahren und... Oh, verdammt, Busa. Du musst deinen Arm schonen, damit wir endlich hier wegkommen. Ich kümmere mich drum. Ach, Mist. Es ist nur... Ich drehe allmählich durch, Dick. Versuch, wach zu bleiben, falls sie zu dir wollen. Dicken Ende. Das meinte ich vorhin mit der Landschaft. Wenn es nicht regnet, sieht es wunderbar aus. Es ist echt groß, riesig, fett, aber auch richtig schön. Wenn man sich überlegt, dass man da überall hin kann. Also ich glaube jetzt nicht da, glaube ich nicht. Aber doch schon überall sonst. Jetzt werde ich hier wieder runtergehen. Oh, Eins, Scheiße. eins, zwei. Ich muss fitter werden. Das ist immer so eine Sache. Fast geschafft. Oh, komm schon. Naja, ich mach weiter. Fast geschafft. So. Oh, die Scheiße bringt mich um. Uff. Und wenn er das jetzt zweimal am Tag rauf und runter macht, dann wird er auch schon richtig fit. 18%. Okay. Aber nun könnten wir jetzt auch weiter. Ich will mal eben schauen. Die ist aber besser als die andere. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg und zwar
dorthin, wo es markiert ist. Ich weiß gerade nicht, was das ist. Es ist bestimmt wieder das Lager von gerade eben. St. John und Copeland's Camp. Es ist erledigt. Der Funkturm ist abgeriegelt und die Verbindung ist wieder hergestellt. Verstanden. Du findest es vielleicht dämlich, St. John, aber Radio Free Oregon ist das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden. Nein, Cope. Das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden, sind etwa 9 Mahlzeiten. 3 Tage ohne Essen und du wirst schon sehen, was aus guten Patrioten wird. Tja. Ich hoffe wirklich, dass du da falsch liegst. Copeland Ende. Radio Free Oregon. Scheiße, was hab ich da getan? Bushman, bist du wach? Ich fahr jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Also. Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Bushman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Jeden einzelnen von den Scheißkerlen um. Okay, das heißt also hier am besten mal absteigen. Dicken Ende. Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut. So, ich glaube aber nicht, dass das die einzigen waren hier im Lager. Hier draußen ist doch was. Was hast du? Er sieht mich da nicht. Hallo, moin. Sag ich doch, sind nicht die einzigen. Wo kam die jetzt auf einmal her? Man weiß ja nie, ne? Oh, die wissen jetzt Bescheid. Die ist da hinten. Okay. Ich hab was gesehen. Oh, hier ist ja auch noch eine Falle. Da muss man ja richtig aufpassen. Da ist auch noch eine Bärenfalle. Da
Schieter. Jetzt läuft es ja einigermaßen gut. So. Ja, komm ran hier. Eben durchsuchen. Gucken, ob wir das mitkriegen. Oder sie in dem Falle? Also. Irgendwie immer auf der Taste Zoom. So, komm mal ran. Was? Hier ist es. Hier draußen ist was. Ja, leider nicht drauf angesprungen. Da war jemand. Okay. Es kann sein, dass ich natürlich ein, zwei Leute übersehen habe mit dem Fernglas. Ich hoffe aber nicht. Ich hoffe, das waren jetzt auch alle. Eiskalt, Genickbruch. Da braucht derjenige nicht mehr zum Heilpraktiker. Das habe ich jetzt mal eben so schnell gemacht. Morgen sollte es ihm wieder, hoppala, gut gehen.
läuft er da schon hin. Komm. Irgendwie reagiert er nicht so drauf. Schade. Macht er da? Ach Leute, kommt schon. Ein bisschen spielen. Ach schade. Auch das haben wir wieder gut gelöst, wenn nicht ganz leise leider, aber wir haben es gut gelöst. Usa, es ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden mehr um. Nee, danke, Dick. Ja, jetzt ruh dich aus, Bushman, ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Amt verheilt ist. Verstanden? Ja, ja, verstanden. Usa, Ende. Also, meine Meinung, ich behalte dennoch das Gewehr. Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Sorry. Wie nochmal? Ruh dich aus, Boozer. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. So, dann nehmen wir den hier nochmal mit und... Dick, hörst du mich? Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Bushman, nein. Du weißt doch, ich hau nicht ohne dich ab. Ja, ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Ja, dann kümmere dich um Alvarez, okay? Dick, das wäre mir echt wichtig. Ja, ja, Bosa. Jetzt ruh dich aus. Liegen Ende. Hätte jetzt noch gefehlt, dass ich in die eigene aufgestellte Bärenfalle laufe. Dick, oh verdammt. Ich hab satt, dass Drifter in mein Camp kommen und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, Cop? Ein Mann kam hier, voll auf Droge, ballerte rum und verschwand dann wieder. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm mit Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn lebend, Dick. Lebend? Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Wird Zeit, diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Schon gut, ich finde ihn. So, dann müssen wir jetzt mal überlegen, was wir zuerst machen. Da bin ich. Jagd auf Leon. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, jetzt erstmal wieder zurück und ja, und diesen. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Ihr kennt noch den Grundsatz dieses Codes.
der Straße lebten, weil sie sich den amerikanischen Traum nicht leisten konnten. Wo ist denn das? Okay, Fragezeichen ist weg. Schade. Massengrab, du. Noch ein Lehrer, gerade. Was ist hier passiert? Großartig. Radio Free Oregon ist wieder auf Sendung. Oh. 13 Meter. Was hab ich nur getan? Ein Massengrab. Das Abladen und die Entsorgung der Fracht. Ich vergesse immer, wie nah Santaleri Mountain ist. An den Gestank gewöhnt man sich nie, oder? Frag mich nicht wie. Die Züge sind nonstop unterwegs und... Alle Deponien sind annähernd voll ausgelastet. Ich habe um Freigabe von weiterem Gebiet im Bundesbesitz gebeten, aber die Sessel von CNDC gehen schon gar nicht mehr ins Telefon. Schätze, die haben Wichtigeres zu tun. Alle, an Perkins. Ich hatte recht, Arschloch. Ja, ich weiß, am Anfang haben wir es verbockt. Die Deponie hier zu planen, statt drüben bei 13 Alpha, aber es hat geklappt, oder? Weißt du noch, wie ich argumentieren musste, um den Platz hier als Plan B zu behalten? Ich wusste, dass es schlimm wird, aber niemand hat mir geglaubt. Ich schätze, jetzt glaubt ihr mir alle. Ja, wir glauben dir. Scheiße. Dachte, hier wäre vielleicht was drin, was man gebrauchen könnte, aber nee. Aber ja, du sagst. Zack, zack, zack. Daut. Benzin sieht jetzt auch nicht mehr so gut aus. Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. User? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis du wieder gesund bist. Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon auch. Okay. Danke, Dick. Nein, Dick, warte bis abends. Oder erledigen Sie bei Tageslicht. Hey, komm, der Kerl, den ich suche, den hat er getötet? Warum fragst du? Es geht doch nur um den Job, oder? Hör zu, ja, Sir. Das ist mir absolut egal, okay? Ich will nur Ihren Namen. Wen kommen? Einer von Ihnen hieß Randall. Er war fast ein Jahr lang im Camp. Die anderen beiden kannte ich nicht. Soll ich nachfragen? Nein, das ist gut so. Wenn du den Mistkerl hast, funk mich an. Copeland Ende. Dann wird das hier erstmal, tanken wieder auf.